In diesem Video: Dreht sich ein Rad, wird es grün, hat einer eine große, liegt was um uns rum und bin ich auf der Suche. Hallo zusammen, hier ist Kai von Travel Camping Living. Willkommen zurück. Es geht weiter, unsere Fahrt ans Nordkap. Das letzte Video hatte 26 Kilometer vor dem Nordkap aufgehört und jetzt fahren wir weiter. Viel Spaß. Gehen wir es an, Freunde. Schön, dass ihr dabei seid. Freut uns riesig. Ich hoffe, ihr seid auch genauso angespannt und aufgeregt wie wir. Aber kommt gut. Gutes Gefühl heute. Die Strecke hier, ich glaube, gerade frisch gesplittet. Da sind noch nicht viele gefahren. Links rum ums Eck. Strecke seitlich schön freigefräst. Breit. Zottels Reifen suchen hier schon so ein bisschen die Traktion, drehen hier und da mal leicht durch, wenn ich zu sehr auf dem Gas stehe. Also so ganz Kindergarten ist es nicht. Es geht schon ordentlich der Hang hoch. Und ohne Split wäre das sicherlich noch herausfordernd. Aber guckt euch mal die Schneemengen an, die hier links und rechts liegen. Was das für ein Aufwand und eine Arbeit ist, die Strecke hier frei zu halten. Das kann man sich, glaube ich, gar nicht so richtig vorstellen. Was die Jungs und Mädels hier vom Straßendienst leisten, dass wir Touris ans Nordkap kommen. Im Winter. Das ist schon eine gewaltige Herausforderung. Leichter Schneefall setzt jetzt ein. Die Sicht, ja, nicht mehr ganz so prickelnd, aber immer noch um Meilen besser als das, was wir gestern gesehen haben. Die Straße jetzt sehr eisig, aber ihr seht selber, die Sicht tipptopp. Die Straße weiterhin in Top-Zustand, gut angeraut. Die Reifen haben schön Grip. Hier links geht es jetzt noch zu einem anderen Fischerdörfli. Das werden wir uns auch noch angucken die nächsten Tage. Ich denke, wir halten uns hier noch, wenn das Wetter es erlaubt, ein bisschen länger auf. Also nicht nur Nordkap, sondern auch mal links und rechts abgebogen. Aber jetzt heute und für jetzt ist ein Ziel maßgeblich. Nordkap. Die Strecke könnte ich vergleichen mit der, die wir zum Leuchtturm gefahren sind, nach Gamvik. Ähnlich breit, ähnlich gut geräumt. Der Zustand hier wahrscheinlich sogar noch besser als damals dort. Also nichts, was uns jetzt hier schockt oder von den Füßen haut. Wir haben halt doch schon einiges gesehen auf den letzten Tausenden von Kilometern. Parkplatz hier links auch noch freigeräumt, Sicht aber bescheiden, da fahren wir mal dran vorbei. Nebel kennen wir und wissen wir, wie es aussieht. Jetzt geht es hier der Hang ab. Geht es jetzt wieder berghoch und zwar auf ziemlich Eis. Und auch nicht gesplittet, aber sehr stark angeraut. Man hört das auch vom Fahrgeräusch her, so ein Brummen von den Rädern. Also kommen wir hier locker hoch. Co-Pilot, werft den Anker. Wir müssen hier links und wir sehen es schon. Die Schranke ist offen. Das ist ein gutes Zeichen, denn das heißt, keine Kolonne, keine Probleme, hoffe ich. Wir können hier die letzten 13 Kilometer in Angriff nehmen. Ihr seht es vielleicht, es ist gesplittet, auch relativ frisch. Das müsste also halbwegs funktionieren hier hoch. Und auch diese Straße ist sehr breit geräumt. Sehr viel Schnee links und rechts, vor allem rechts gerade. Und ja, Traktion tipptopp. Traktion tipptopp. Und dann sind wir schon wieder die Hügel hoch und können in die Ferne weiter blicken. Jetzt kommen ein paar Kurven und dann geht's, ihr seht es da hinten vielleicht, links am Berg entlang. Es geht hier schon ordentlich steil hoch und mit den Kurven kann man auch nicht so hochbrettern, wie man es vielleicht gerne wollte vom Schwung her. Wir kommen aber gut hoch, keinerlei Probleme mit der Traktion. Easy. Wir fahren hier übrigens so mit 50 im dritten Gang den Hügel hoch. Wir sind, glaube ich, komplett alleine. Vor uns keiner, hinter uns keiner. Sehr angenehm zu fahren. Das Wetter wird immer besser. Es wird immer heller. Gleich haben wir noch blauen Himmel. Oh, da oben steht noch ein dicker Bagger. Die Räder drehen durch, kurz. Hier muss es echt heftig wehen, wenn man sich mal so ein bisschen die Schneemauern anguckt. Krass. Links ist noch ein Parkplatz in den Schnee gefräst. Aber von dem siehst du gar nichts, so hoch liegt der Schnee.
und es scheint praktisch fast die Sonne. Das ist schier unglaublich. Die Straße jetzt ein bisschen schmaler, auch nicht mehr ganz so gut geräumt, aber wir sind vermutlich in Kürze da. Schneemassen liegen hier rum, Straße jetzt ein bisschen schmaler, aber alle Busse sind mir hoffentlich schon entgegengekommen. Das Wetter fast sonnig, echt kurz vor Sonne und gleich da. Und jetzt kommt wieder so eine krasse Stelle, wo sie sich hier durch meterhohen Schnee fräsen müssten, wenn sie hier nicht räumen würden im Winter. Krasser, was eine Schneewende. Junger Vater, und jetzt geht's nochmal richtig der Hang nuff. Ist das die letzte Steigung, die wir bewältigen müssen? Wir werden's gleich sehen. Geben nochmal ein bisschen Gas, beschleunigen auf 80. Hoffentlich kommt jetzt keine Bodenwelle, die uns aushebelt. Das wäre dann leicht unangenehm für den Co-Pilot, dann verrutscht seine Watte. Da steht er nicht so drauf. Aber auch hier auf Eis und Split fahren wir locker. Wir erreichen die Kuppe und seht ihr es? Die Kugel da geradeaus, weiß vor grau. Wir haben es so gut wie geschafft. Rechts das Meer und die Klippen. Und wir sind gleich da. Tja, was schon jetzt für eine geile Sicht hier runter auf Klippen und Meer. Ganz genial. Und jetzt kommen wir hier ans Gate. Müssen mal gucken, was wir hier zahlen dürfen. Ob sie uns reinlassen oder nicht. Hallo. Welcome to the good. Thank you. Have a nice evening. Bye. Enjoy your I will. Thanks. Bye. Sehr netter Empfang hier. Sehr netter Mensch, spricht gut Englisch. Haben uns kurz unterhalten hier. Zahlen musste ich jetzt nichts. Wenn man hier nur parkt und nicht reingeht, ist es kostenfrei. Wenn man ins Gebäude rein will, zahlt man 30 Euro. Parken aber for free. Holy crap, stehen da viele Busse. Leute, habe ich schon erwähnt, dass wir da sind. Nordkap mit Linienbussen. Der Wahnsinn. Aber wir sind kein Linienbus. Wir stellen uns dann mal auf den Parkplatz. Der ist relativ empty und schön aufgetürmt mit Schnee und Wind geschützt. Das sah hier letztes Mal anders aus, als ich da war. Ziemlich anders. So, da wären wir. Unfassbar, wir sind da. Und zwar so easy. Geil. Ich würde mal sagen, bevor es hier dunkel wird und anfängt zu schneien, gehen wir mal vor die Tür, oder? Zottel hier gut ins Eck gestellt, da steht er sicher und auch ein bisschen windgeschützt von der Seite. Nicht mehr viel los hier, wir sind der einzige Camper, ansonsten stehen hier noch etliche PKWs und eben die Reisebusse. Die machen sich aber so langsam auf den Weg zurück ins Dorf oder aufs Schiff. Wir sind ja gerade erst angekommen und ich stehe hier gerade und filme die ersten Sequenzen. Da ruft einer, hey Kai! Und dann treffe ich hier Moin. Den Andreas Kroh. Der folgt uns schon länger auf Facebook, auf Instagram. Und heute treffen wir uns hier völlig zufällig. Aber ich hatte da vorher noch geschrieben gehabt, treffen wir uns. Da sagt er, ich weiß es noch nicht. Und dann war er plötzlich hier. Ja, ne? Spontane Entscheidungen sind halt manchmal doch recht gut. Genau. Sind wir hochgefahren, haben uns getroffen. Du bist mit dem Schiff hier. Ja, mit der AIDA. Navigiert die AIDA oder irgendwie so. So ein Teil. Nicht ganz, aber fast. Und wir halt mit Zottel. Und jetzt sind wir hier gerade am Fachsimpeln. Er hat seinen Van selber ausgebaut, einen 540er. Top isoliert mit Riesenheizung. Ja, genau. Aber ich darf nicht fahren. Ja, deswegen bin ich mit AIDA hier. Nächstes Jahr dann hoffentlich. Ja, dann wir alleine, nehmen wir den Hund mit. Ja. Wer hätte gedacht, dass wir hier noch eine Berühmtheit treffen? Andreas Kroh, ein ganz netter Mensch. Wir haben uns sehr lustig unterhalten. Jetzt fährt sein Bus zurück zur AIDA und auch die Menschenmassen werden weniger. Ich halte euch jetzt mal kurz in die Richtung, in die ihr wenig Menschen seht. Und jetzt in die Richtung, in der ihr ja, den Rest seht. Tagsüber ist hier also echt eine Menge los. Wenn die aber mal alle weg sind, ist hier ziemlich Ruhe. Was allerdings auch der Fall ist, es ist ein bisschen zugezogen. Ich glaube, Polarlichter diese Nacht eher nicht. Da müssen wir auf nächste Nacht setzen. Von Sonntag auf Montag haben wir hoffentlich Glück. Stand heute ist da nämlich keine Wolke am Himmel. Das wäre natürlich gigantisch. Ja, wer hätte gedacht, dass wir hier tatsächlich mal im Winter stehen, nachdem wir hier
2018 im Sommer standen. Das hätte ich mir damals nicht träumen lassen, dass ich hier ein paar Jährchen später wieder abhänge. Und das Ganze auch noch bei ordentlichem Wetter. Man bedenke mal, es ist praktisch windstill hier oben. Und die Kugel sieht praktisch unverändert aus im Vergleich zum letzten Besuch. Sie ist nicht weiter verrostet oder sonst irgendwie in Mitleidenschaft gezogen worden. Auf diesen Treppen hier saß ich auch schon mal und habe es genossen, bei Sonne damals. Und ich hoffe, bei Sonne darf ich hier dann übermorgen oder morgen auch nochmal sitzen. Das wäre schon nochmal der Knaller. Und guckt euch mal das Meer an. Das ist ruhig wie ein Ententeich. Es geht jetzt hier an dieser Stelle eine leichte Brise, mehr nicht. Heute gibt es übrigens nur einen kurzen Rundgang hier, denn es wird schon wieder langsam dunkel und wir haben ja morgen noch mehr Tageslicht und hoffentlich auch schöneres Wetter. Dann zeige ich euch das nochmal hier im Detail. Ja, und da steht so die Kugel, ganz alleine, ohne Menschen. Im Hintergrund höre ich die Busse rattern. Jo, und wir sind hier. Ich würde mal sagen, wir haben es gesehen, ziehen uns etwas zurück und hoffen auf morgen, auf mehr Licht, mehr besseres Wetter und mehr Bilder. Und das, was ihr hier vielleicht so knurpsen hört, das sind wieder meine Schneeketten, die ich an meine Gummistiefel montiert habe. Exzellent hier, denn auch hier, vor allem da an der Kugel, alles ziemlich vereist und mit teurem Equipment in der Hand willst du dich echt nicht auf die Fresse legen. Deswegen Ketten an die Latschen und gute Traktion und keine Gefahr, irgendwas kaputt zu schlagen. Die Anzahl Busse ist irgendwie noch nicht signifikant geringer geworden. Da sind eher noch wieder welche dazugekommen. Ist immer noch ordentlich was los. Aber ich glaube, die meisten sitzen drin und nicht mehr draußen. Und um es nochmal klar zu sagen, fürs Parken bezahlt man hier nichts. Man zahlt rein dafür, wenn man da reinlaufen will in das Gebäude des Nordkaps zum Geschenkeshop und für was weiß ich auch immer. Dafür bezahlt man. Parken hier draußen for free. Ein Campingverbotenschild habe ich auch noch nicht gespottet. Also gehe ich davon aus, dass wir hier heute Nacht stehen dürfen. Es wundert mich ein bisschen, dass wir der einzige Camper sind, ehrlich gesagt. So viel mal für den Moment hier vom Nordkap. Alles andere, zum Beispiel, wo es diesen Weg lang noch weitergeht und sonstige Dinge, die man hier entdecken kann, das sehen wir dann morgen im nächsten Video, denn da haben wir wahrscheinlich mehr Licht, mehr Sonne, weniger Wind, noch weniger, geht nicht, aber genauso wenig wie heute und jo, hoffentlich eine coole Zeit. Während Friedrich wieder Hab-8-Stellung eingenommen hat, der Co-Pilot vor sich hin starrt, gibt es hier drüben Koch-Action, Brokkoli, Hühnchen, Knoblauch, Gewürze, jetzt kommt noch Sahne dazu, es gibt wieder irgendwas aus dem Topf. Friedrich hält immer noch Wache, dabei ist es schon weit nach 12. Draußen ist nichts los, kein Polarlicht, es schneit immer mal wieder ein bisschen vor sich hin. Und wir gehen jetzt mal pennen, lüften noch kurz, Zwiebelgeruch rauskriegen vom Essen und dann ist Feierabend. Ich sage, gute Nacht vom Nordkap, lasst einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal. Ciao zusammen! Schönen guten Morgen, hier ist Kai von Travel Camping Living. Wir stehen ziemlich nördlich heute. Viel nördlicher geht nicht. Seht ihr das da hinten? Genau, Nordkapkugel. Viel weiter kommt man nicht. Ein wenig überraschend, ein ziemlich starker Wind und es ist noch nichts los hier. Wir sind hier, man könnte meinen, komplett alleine. Das stimmt aber nicht ganz. Hinter uns steht noch ein Camper und links von uns standen zwei Autos. Ich glaube, die haben in den Autos gepennt, sind aber schon abgefahren jetzt. Und wir haben direkte Sicht auf die Nordkapkugel. Das Wetter ist ein bisschen heller als gestern noch, dafür deutlich windiger. Da
Der Tag dürfte noch ein bisschen grau weitergehen und gegen Abend aufklaren. Und wenn es tatsächlich aufklart, dann haben wir eine Riesenchance auf Polarlichter am Nordkap. Also bleibt dran und guckt, ob es wirklich so kommt. Ah ja, wenn der Tag schon mit kalten Finger startet, dann wird's ein guter Tag. Oh, scheiß Wind. Und am Nordkap geschehen noch Zeichen und Wunder. Co-Pilot und Friedrich, wohin sind sie? Die zwei Bananen sitzen schon vorne und sind wach. Glaube ich ja nicht, am Sonntag. Leute, ihr wisst, ne? Gewerkschaftlicher Sonntag, ihr habt heute frei. Ihr müsst nicht arbeiten. Ja, aber mir ist schon klar, was da läuft, ne? Sie wissen, heute liegt eigentlich keine Arbeit an. Also tun sie mal wieder so, als würden sie arbeiten. Dafür kriegen sie dann, ne, Sonntagsarbeit. 2 Tage frei unter der Woche. Ja, durchtrieben. Bis ins letzte Pelzhaar. Die Situation draußen? Schwierig. Wir sind ziemlich eingeweht. Schneewehen um uns rum. Schneepflug, heute ist Sonntag, noch nicht hier gewesen. Ich fürchte, momentan würden wir nicht mal wegkommen, wenn wir wollten. Wetter wird aber gefühlt besser. Der Wind nicht weniger, aber es wird aufgelockerter am Himmel. Erste blaue Spuren hinter den Schneebergen sind zu sehen. Und soeben ist ja auch der Schneepflug angereist. Da steht noch ein Camper, der stand da vorher noch nicht. Der muss vorhin gekommen sein. Der steht da ein bisschen wie ich. Unser Eins fokussiert jetzt aber erstmal auf eine Schüssel Frühstück. Das schwere Räumgerät kommt näher zu uns und gräbt uns dann hoffentlich auch irgendwann noch frei. Erst räumt er den Schnee weg und dann macht er den Boden platt. Ja, Wahnsinn. Und in die andere Richtung sieht das Wetter schon deutlich besser aus. Auch der Wind hat ein bisschen nachgelassen. Es kommt gut, hoffe ich. Wir sind auch nicht mehr alleine. Autos sind dazugekommen. Andere Camper da drüben. Es wird so langsam voller. Und bei mir auf MacBook rendert gerade die Grafikanimation. Setzt eure Sonnenbrille auf. Wir gehen mal kurz raus. Denn wie ihr unschwer erkennen könnt, scheint die Sonne. Und das hatte ich jetzt auch noch nicht. Ich bin ja schon viel im Winter unterwegs gewesen, auch bei Neuschnee, aber was hier gelaufen ist heute Nacht, ist schon krass. Wir sind mal richtig übel fett eingeschneit und geweht. Wir haben uns den Spot rausgesucht, wo am meisten Schnee hingeblasen wird. Ich stehe jetzt hier, das ist der Rand der Gummistiefel. Und hier steht der Zottel. Also wir haben ja überhaupt keine Chance, irgendwohin wegzufahren, solange hier nicht einer mit dem Flug vorbeikommt. Aber zum Glück müssen wir ja heute zumindest mal nirgendwo hin. Essen haben wir auch genug, Diesel auch. Zur Not graben wir uns frei, Ketten drauf und durchpflügen wäre auch lustig. Ja, echt clever gelöst. Wieder Näschen für den besten Parkplatz gehabt. Oh Mann, ich hoffe, der kommt nachher noch hier mit seinem Radlader und gräbt uns hier aus. Und morgen auch nochmal. Genial. Ja, Zottel praktisch rundum ziemlich eingeschneit. Auch am Heck hat sich einiges angesammelt. So langsam kommt ja auch immer mehr Betrieb auf. Auch die großen Fahrzeuge haben sich hochgekämpft. Immer mehr Camper, Pkw. Nur die Reisebusse fehlen noch. Wir werden ausgegraben. Er hat ein Einsehen. Kommt mit der Riesenschaufel und schiebt uns den Schnee fort nass. Um ihn dann fortzurühren. Wenn es gleich wackelt, dann hat er uns erwischt. Schiebt ihn hier weg von uns. Ganz vielen Dank. Das ist schon mal immer wieder nett anzusehen, wie hier die Schneemassen bewegt werden. Ich könnte das den ganzen Tag machen, ehrlich gesagt. Der hat aber auch eine Riesenschaufel, ne? Da wirst du neidisch. Navigiert hier rum. Als würde das mal auch mit geschlossenen Augen hinkriegen. So, jetzt wird der nächste. Der hat gewackelt, hä? Nein, hat er nicht. Achtung, kommt von links. Und als Hörschicht das Ganze. Schlittert hier durch die Gegend. Kopf. Das ist schon krass. Ja, sitze hier gerade noch ganz entspannt am Laptop, render das Video, hupt's draußen.
Der Fahrer der Raupe meint, ob ich nicht nachher wegfahren könnte. Sie würden den Parkplatz gerne über Nacht schließen, denn heute kommen keine Busse. Und dann machen sie hier zu und wir müssen dann also nachher umparken auf den anderen Parkplatz. Hoffentlich finden wir da noch einen Platz. Ist nämlich ganz schön voll geworden. Aber ich vermute, die Pkw werden irgendwann wegfahren und dann finden wir für den kleinen schlanken Zottel sicherlich irgendwo ein Eck, wo wir hinparken können. Bevor ich hier aber wegfahre, gehe ich noch kurz in die Luft. Mal schauen, ob die Drohne hier will. Das war mal ein Flug, sage ich euch. So ein Sturm in der Luft. Die Drohne schwer zu steuern, zu kontrollieren, weil sie einfach immer wieder mitgeschoben wird mit dem Wind. Also ob die Aufnahmen wirklich was geworden sind, keine Ahnung. Aber boah, sie ist wieder zurück auf dem Boden. Da bin ich echt froh. Und nun würde ich sagen, parke mal Zottel schnell um, dass der hier dicht machen kann. Wir stehen hier, absolute Front Row, noch ein paar anderen Campern und PKWs. Und es gibt hier Fahrzeuge, die sind dann doch ein bisschen größer als wir. Und der Himmel macht immer mehr auf, ihr seht's. Und was ich jetzt gerade auch gefunden habe, oh, Mülleimer, den müssen wir nachher mal konsultieren. Und das Wetterlich wird immer besser, der Wind zwar nicht, der nimmt gefühlt zu, aber die Sonne kommt immer mehr. Steht doch ganz schön hoch jetzt für März, Anfang März hat es ja schon einiges an Höhe gewonnen. Im Vergleich zu gestern Nacht ist heute auch wieder mehr los. Ein paar Busse, da hinten gibt es auch noch was anzugucken, da stehen so komische runde Dinger rum. Ich muss jetzt auch erstmal ins Center rein, weil ich habe einen Auftrag, muss was mitbringen. So, ich habe meine 310 norwegischen Kronen gezahlt, dafür gibt es einen Sticker, den habe ich mir jetzt hier hingeklebt und jetzt darf ich hier rein, 24 Stunden. Und jo, würde sagen, wir gucken uns jetzt mal im Gift-Shop um. Tassen gibt's in allen Varianten, das ist nicht überraschend. Gestapelt hier wie Eisberge übereinander. Ich könnte mich täuschen, aber ich glaube, der stand hier letztes Mal schon, als ich hier war, vor einigen Jahren. Er ist nicht älter geworden, oder? Die Nase vielleicht ein bisschen länger, aber sonst tipptopp in Schuss, der Bub. Hat seinen Kollegen den Baum mitgebracht. Ich glaube, den gab es letztes Mal noch nicht. Co-Pilot fände es ja toll, wenn wir uns so einen super Troll ins Auto bauen. Friedrich ist strikt dagegen, weil die sind größer als er. Das macht ihm Angst. Außerdem will er kein Budget für sowas freigeben. Zum Glück. Schließlich haben wir ja schon zwei Staubfänger an Bord. Ein dritter braucht man nicht auch noch. Es ist auf jeden Fall super ruhig heute, ohne Kreuzfahrer, die hier rumkreuzen. Nüt los. Und wer findet, hier ist es zu frisch, der findet auch warme Kleidung. Windwesten sind gerade im Angebot. Hätte ich nicht schon den ganzen Van voll Mützen, würde ich mir jetzt hier wahrscheinlich noch eine kaufen. Aber wir haben echt genug dabei. Soweit die Klamottenabteilung. Jetzt suchen wir aber noch das, was wir eigentlich mitbringen sollen. Und noch was anderes.
Oh, und wer wissen wollte, wie so ein Troll von hinten aussieht, das sieht man sehr selten. Ungefähr so. Trolle brauchen das nicht, die haben gute Traktion, aber wer Schneekette sucht, wird hier auch noch fündig. Das gab ja alles. Jetzt war ich ja schon kurz vor Verzweiflung. Aber seht ihr's? Hier sind noch Nordkap-Tassen für 99. So eine brauchen wir nämlich noch, denn Flauschi hat noch keine. Das geht ja nicht. Das also das, was wir für uns brauchen, fürs Team. Aber jetzt kommt noch der Auftrag. Das Mitbringsel. Oh, und ich brauche noch was. Ach gut, schier vergessen. Ralf. Gut, also das Thema für Ralf, Herr Mau. Und jetzt brauchen wir noch das Ding für Dietmar. Das sieht mir jetzt nicht ganz einfach aus. Der hat nämlich hier mal ein Eisbär gekauft. Einen weißen natürlich, Nordi genannt. Der fährt bei ihm immer mit. Und der sollte jetzt einen zweiten Kumpel kriegen. Aber seht ihr irgendwo Eisbären? Ich sehe Elche. Und sonstige andere Dinge, aber Eisbären? Oh Mann, heute ist echt Glückstag. Aber irgendwie sehen die kleiner aus als sein Nordi. Oder ist sein Nordi auch so klein? Ich dachte, er ist größer. Kann ich mir zwei mitbringen. Aber wenn es nur in klein gibt und seiner vielleicht ja auch klein ist, dann nehmen wir eben den mit. Welchen nehmen wir denn jetzt? Schwere Entscheidung. Welcher guckt denn freundlich? Seht ihr einen? Der hängt hier so. Oh, nehmen wir doch den. Ja, was man hier auch noch machen kann im Center, man hat ein Trinken oder Essen. Hier ist ein großer Sitzbereich. Ich habe auch schon mal Videos hochgeladen gehabt, als ich letztes Mal hier war. Blick auf die Kugel nach draußen. Und ich gehe jetzt mal kurz zu Zottel zurück. Bring Nordi 2 in Sicherheit und die zwei Tassen. Und dann gucken wir uns noch ein bisschen draußen um. Hier im Center gibt es übrigens noch Ausstellungen, Kino und alles. Ich habe das alles gezeigt, als ich das erste Mal war. Ich glaube nicht, dass ich da jetzt nochmal komplett durchlatsche. Denn das wäre eine 1:1 Wiederholung von dem, was ich schon das letzte Mal hier in die Kamera gelabert habe. Und ey, muss jetzt nicht sein, oder? Also wenn ihr das volle Bild sehen wollt, verlinke euch das Video von letztem Mal hier. Könnt euch das angucken. Oder falls ich doch noch lustig bin morgen, dann können wir da morgen noch einen kurzen Blick reinwerfen. Aber heute ist das Wetter wahrscheinlich noch viel zu gut. Wobei die Damen jetzt gerade am Checkout, sehr nett übrigens, super nett, haben gemeint, morgen gibt es wieder Schnee, Wetter schlecht um, also wir sollten spätestens mittags hier abhauen. Ich habe euch mal wieder aufs Gimbal gesetzt, hier seht ihr den vereisten und zugeschneiten Zottel in diese Richtung. Seht ihr besseres Wetter und in Richtung Kugel ist es leider immer noch ziemlich grau. Eigentlich sollte das schöne Wetter von dort kommen. Ja, wir hoffen mal, es kommt noch. Und so enden 24 Stunden am Nordkap, aber es geht noch weiter. Und die Action, die kommt eigentlich erst noch. Dazu dann aber mehr im nächsten Video. Da geht es dann um Themen wie die Sonne verschwindet, es klopft an der Tür von Zottel, es erscheinen Lichter am Himmel und wir müssen weiter. Wir sehen uns im nächsten Video. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es gefallen hat. Abonniert den Kanal. Dankeschön fürs Amazon Partnerlink verwenden und auch für die PayPal-Unterstützung. Saugeile Sache. Freut uns immer riesig. Vielen, vielen Dank. Und jetzt sage ich ciao zusammen.